Vergangene Woche ist in Wien der European Newspaper Congress über die Bühne gegangen. Im Wiener Rathaus wurde über Herausforderungen der Digitalisierung diskutiert und es wurden Zwischenbilanzen und internationale Case Studies präsentiert. Fixer Bestandteil war auch heuer wieder die Verleihung des European Newspaper Awards. Wenn Zeitungsdesigner Norbert Küpper gemeinsam mit seinem Team jene Zeitungen auswählt, die einen European Newspaper Award bekommen, dann findet er nicht nur Best-Practice-Beispiele, sondern auch Trends. Heuer sei vor allem eine Reduktion aufs Wesentliche aufgefallen, sagt Küpper, weg von vielen Schriften und Verschnörkelungen. Gegenüber dem Trend Datenjournalismus zeigt sich Küpper auch kritisch. Im Wettbewerb hatten wir da einige Beispiele, die waren sehr komplex, aber die Jury sagte dann ja, das nützt dem Leser ja nichts, ist zu schwierig, unverständlich, da gibt es dann Kritik aus der Jury. Ne? Häufig gäbe es spannende Daten bereits und man müsste diese nur optisch ansprechend darstellen. In der visuellen Präsentation von Inhalten im Visual Storytelling sieht Küpper einen weiteren Trend. Damit es in Zukunft für mehr Zeitungen leichter möglich ist, vermehrt Grafiken einzusetzen, sei es sinnvoll, enger zusammenzuarbeiten. Ja, in Deutschland gibt es den Trend, dass man einzelne Redaktionen zu großen zusammenführt, sodass eine Redaktion auf einmal für 20 Zeitungen Seiten liefert. Und da kann man natürlich auch dann eine Gruppe einrichten von einigen Leuten, die dann sich um das Visuelle kümmern. Da wäre es also sicherlich ein Fehler, dann weiter zu machen wie bisher, wo man auch schon seit 20 Jahren sagt, das ist ja ganz toll, aber können wir alles gar nicht. Und selbst Lokalzeitungen haben ja hier gezeigt, dass sie im visuellen Bereich sehr schön arbeiten können. Und bei großen Zeitungen mit vielen Lokalteilen kann man ja eine zentrale Anlaufstelle anbieten, wo ein paar Infografiker sitzen oder ein paar Layout-Experten und dann eben für die Lokalausgabe, für verschiedene Lokalausgaben entsprechend Material erstellen. Eine solche Kooperation erfordere allerdings, dass visuelle Projekte genau geplant werden. Als weitere Trend sieht Küpper heuer einmal mehr, dass Cover und Cover Story wichtiger werden und vermehrt auf Multimedia Storytelling gesetzt wird. Bei letzterem müsse man aber berücksichtigen, dass die mobile Nutzung Grenzen mit sich bringt. Da gehen nur ganz einfache Grafiken, ne, die vielleicht als kleiner Film ablaufen. Also komplexe mit vielen Details, wie das Snowfall war, würden auf dem Smartphone nicht so richtig funktionieren, glaube ich. Für den Zeitungsdesigner sollte bei jeder Entscheidung der Leser im Mittelpunkt stehen und nur dann in Datenjournalismus und multimediales Storytelling investiert werden, wenn damit ein eindeutiger Mehrwert für den User verbunden ist. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. MM Flash gibt es wieder am Dienstag, den 26. Mai. Bis dahin viel Erfolg und einen guten Start in die neue Woche. We'll be right back.